Ein Europapokalabend ist nie ein alltägliches Spiel und ein Viertelfinale schon gar nicht, selbst wenn der Gegner Arsenal FC heißt und man sich in den letzten 20 Jahren stets gegen diesen Gegner durchgesetzt hat. Anders als bei den vorherigen Aufeinandertreffen fiel uns jedoch diesmal die Außenseiterrolle zu. So ehrlich muss man sein, die Arsenal-Mannschaft hat mit der Elf, die quasi unter einem Bayern-Trauma litt, personell keine Überschneidungen mehr und als Tabellenführer der Premier League konnten sie uns mit breiter Brust entgegentreten. Nach dem bisherigen Saisonverlauf blieb uns da tatsächlich nur die Außenseiterrolle. Da wir in dieser nicht so oft stecken, hat das natürlich einen besonderen Reiz. Da tat es verständlicherweise besonders weh, nicht in üblicher Form präsent sein zu können. Zu den Umständen und unserer Sichtweise darauf haben wir uns ja schon per Stellungnahme ausführlicher geäußert. Für den Tag selbst macht man sich natürlich seine Gedankenspiele. Ein Besuch beim Mannschaftshotel wäre sicher eine Option gewesen. Angesichts dessen, wie Kurve und Team in Heidenheim auseinandergegangen sind, hielt sich einerseits der Enthusiasmus vieler Leute in Grenzen und andererseits konnte man sich auch nicht so sicher sein, wie das seitens der Mannschaft aufgenommen worden wäre. Von Anfang an klar war hingegen, dass wir auf unsere Präsenz in London aufmerksam machen wollen. In diesem Fall dann eben dadurch, dass wir über 90 Minuten mit dem bereits aus Heidenheim bekannten Spruchband "Wir fahren so oder so nach London" vor dem Stadion zugegen waren. Während unsere Gesänge im Stadioninneren wohl nicht zu hören waren, erfuhr das Feuerwerk direkte mediale Aufmerksamkeit. Wir wissen nicht, ob die Vereine und Sicherheitsbehörden gerne unangekündigte Feuerwerke rund um die Stadien haben, die UEFA bettelt aber anscheinend förmlich um mehr von dieser guten Medizin. Genauso klar war es, dass natürlich viele Bayern-Fans aus allen Teilen der Fanszene nichts unversucht lassen würden, das Spiel trotz der UEFA-Auflagen im Stadion verfolgen zu können. Ob dank Trick 17 oder der finanziellen Brechstange, ist dies am Ende auch einigen gelungen. Leider scheiterte hier der Versuch, sich zum Spielende nochmal zu sammeln und gemeinsam auf sich aufmerksam zu machen, an einem dämlichen Zufall. Generell wurde auch recht deutlich, dass das Heimpublikum selbst zum Großteil überhaupt keinen Bock auf Gästefans hatte. Hier ähneln sich die Eindrücke der Stadiongänger, dass man das Arsenal-Publikum doch etwas unterschätzt hatte. Von Operettenpublikum fühlte sich niemand umgeben und beim Lautstärkepegel zwischen Ausgleich und Schlusspfiff wäre es ohnehin fraglich gewesen, ob wir uns Gehör hätten verschaffen können. Das Spiel selbst aber war natürlich ein Erfolg für uns. Nach der Anfangsviertelstunde zeigte die Mannschaft, dass sie durchaus zu einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber der Bundesliga fähig ist. Zugegebenermaßen hat uns Arsenal erst durch die Schlamperei in ihren Hinterreihen zurück ins Spiel gebracht, aber dann machten wir aus einer defensiven Formation heraus aus einem einseitigen Spiel eine Partie auf Augenhöhe mit dem Klassenprimus aus England. Das macht viel Hoffnung für das Rückspiel am Mittwoch. Alles ist prädestiniert für eine europäische Nacht, die uns ein Stück näher an das Finale in Wembley führt. Dafür sind auch wir alle wieder gefragt, einen Beitrag zu leisten und Arsenal einen unangenehmen Empfang zu bescheren.